Er sorgt sich um seine Zukunft und um die von Hochtief. Unseren Arbeitsplatz befürchten wir, dass wir ihn verlieren. Er ist schon arbeitslos. Spanien leidet unter der größten Krise, Flaute auf dem Bau. Doch ausgerechnet dieser Spanier, Baulöwe und Fußballpräsident, will Hochtief übernehmen, und zwar ohne Geld. Sein Gegenspieler in Deutschland wehrt sich. Ich hoffe, Hochtief ist in einem Jahr nicht spanisch. Tief im Westen. Es ist früh am Morgen, eiskalt und die Maloche hier Knochenarbeit. Luigi Dimo ist einer von rund 10.000 deutschen Arbeitnehmern des Essener Baukonzerns Hochtief. Der Konzern baut auf der ganzen Welt und auch Luigi ist viel unterwegs. Ja, heute steht nur an, eigentlich anfangen, die Wand zuzuschalen, also zuzufahren, Betonier bereit machen. Aber das läuft. Das läuft immer. Seine Großeltern waren aus Italien gekommen, vor 40 Jahren. Der Enkel hat im Ruhrpott Fachabitur gemacht. Er ist froh über den festen Job auf dem Bau und träumt davon, Ingenieur zu werden. Ich könnte mir nicht vorstellen, im Büro zu sitzen. Das wäre gar nicht mein Ding. Also ich bin dann eher an der frischen Luft. Also okay, ein Nachteil ist halt das Wetter manchmal, ne, wenn es regnet oder schneit. Aber Kälte ist nicht schlimm, die Hitze ist auch nicht schlimm. Und ja, da macht es Spaß so. Doch nun hat Luigi Angst um seinen Job. Denn seinem Arbeitgeber Hochtief droht die feindliche Übernahme. Monatelang tobte die Abwehrschlacht. Jetzt scheint sie verloren. Denn Florentino Perez, ein spanischer Baulöwe, hat bereits über 30% aller Hochtief-Anteile gekauft. Was er vorhat, wissen wir ja nicht genau. Wir bangen einfach nur, weil er viel im Vorfeld schon viel Mist gebaut hat, also viele Firmen in seinen eigenen, also in Spanien zerschlagen hat. Und wenn er schon in Spanien macht, in seinem Heimatland, dann wird er es hier in Deutschland auch machen. Wer ist der Mann, den Sie bei Hochtief fürchten? Florentino Perez, im Nebenjob Präsident des Fußballclubs Real Madrid. Hauptberuflich schmiedete er den größten Baukonzern Spaniens und Südamerikas, ACS. Doch ACS hat Schulden, 9 Milliarden Euro heißt es. Und das Motto von Perez mitten in der Finanzkrise lautet: wachsen, und zwar durch Schulden. Neben dem Präsidenten von Real Madrid wirken sogar Könige plötzlich ganz bescheiden. Er erfand die Galaktischen, kaufte David Beckham und andere Fußball-Superstars, alles auf Pump. Und er erwarb ein riesiges Aktienpaket von 25% bei Hochtief. Mehr wolle er nicht, hieß es. Bei Hochtief glaubte man Perez. Doch im September 2010 setzte er zum Angriff an. Sein Gegner, der Vorstandsboss von Hochtief, Herbert Lüttke-Stratkötter. Es geht um den größten deutschen Baukonzern. Doch längst ist Hochtief ein Global Player, nicht nur im Bausektor. Hochtief betreibt selbst Bürohäuser, Einkaufszentren und Flughäfen. Machte zuletzt einen Gewinn vor Steuern von über 1,5 Milliarden Euro. Den will der Chef nun verteidigen. Westfalen gelten ja nicht nur als stur. Münsterländer, ich bin ja Münsterländer, gelten nicht nur als stur, sondern als dickköpfig. Da sage ich immer, das stimmt gar nicht. Wir müssen nicht mit dem Kopf durch die Wand. Nur wenn es sein muss, dann macht es uns zur Not auch nichts aus. In der Hochtiefzentrale nennen ihn viele kurz nur Dr. Lü. Im Herbst schart er ein Team engster Mitarbeiter um sich. Mit allen Mitteln will er die feindliche Übernahme verhindern. Dr. Lüttke-Stratkötter ist Westfale, bodenständig. Und ich habe immer so spaßeshalber gesagt, dem nimmt man ein Spielzeug weg. Der ist wirklich Hochtiefler mit dem Logo auf der Stirn sozusagen. Perez schickt seine Leute nach Essen. Die Begrüßung, ein gellendes Five-Konzert. Es ist die Aufsichtsratssitzung am 4. Oktober. Der Widerstand gegen die Übernahmepläne der Spanier hat sich formiert. An der Spitze der Abwehrfront Siegfried Müller, der Betriebsratschef.
Wir fordern die Politik auf, uns unter die Arme zu greifen, dass dieses nicht passiert. Sollte Hochtief zerschlagen werden, dann geht ein weiteres gutes Stück deutscher Baukultur vor die Hunde. Aber wollen die Spanier den Konzern überhaupt zerschlagen? Sie behaupten nein, nur hier scheint ihnen das niemand zu glauben. Sigi Müller will kämpfen. Hochtiefler ist er seit 30 Jahren, spielt Fußball in der Betriebsmannschaft und schreibt jetzt Briefe an die Kanzlerin. Seine Position: Mittelstürmer, zentrale Figur im Angriff gegen ACS und Florentino Perez. Wir glauben, dass Perez die Firma Hochtief übernehmen wird, voll konsolidieren wird in seiner Bilanz, damit er auch dort besser dasteht und dass er zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem es ihm gut in den Kram passt, einzelne Teile der Firma Hochtief verkauft und dass er möglicherweise das deutsche Baugeschäft, was er als defizitär einschätzt, vielleicht zerschlagen wird. Und das wird uns unsere Arbeitsplätze kosten. Dementsprechend ist die Stimmung sehr gedrückt. Die Leute verlieren ihre Hoffnung. Ich wage gar nicht dran zu denken, so viele Kollegen, wenn die ihre Arbeitsplätze verlieren, eine Katastrophe. Denn wir wollen keine Spanier sein. Wir wollen keine Spanier sein. Der Marsch aufs Kanzleramt. Auch Sigi Müller ist dabei. Rund 2000 Hochtiefangestellte protestieren am 28. Oktober in Berlin. Die Angst geht um vor dem Ausverkauf. Es gebe keine Deutschland AG mehr, klagen sie. Und wo seien die Banken, wo die Regierung, um Hochtief zu retten? Sigi Müller hat sich das Mikrofon geschnappt und fordert die Änderung des Übernahmegesetzes. An seiner Seite macht Oppositionsführer Sigmar Gabriel Stimmung. Wenn der Deutsche Bundestag das gemeinsam und schnell berät, dann kann das Gesetz auch noch helfen in der aktuellen Lage von Hochtief. Aber da müssen wir ehrlich sein, das kann die SPD nicht alleine schaffen. Wir haben nicht die Mehrheit im Deutschen Bundestag und wir brauchen dafür auch die Unterstützung der anderen Parteien. Doch die Regierung rührt sich nicht. Dabei halten Experten das deutsche Übernahmerecht für verbesserungswürdig. In anderen Ländern wird gesagt, jedes Mal, wenn die Mehrheit näher erreicht wird, muss man ein weiteres Angebot machen. In Deutschland reicht es aus, dass man diese Schwelle von 30% erreicht und zu diesem Zeitpunkt ein einziges Mal ein Angebot macht, zu dem Preis, den die Aktien in diesem Zeitpunkt haben. Dann müssen sie allen anderen Aktionären dieses Angebot herauslegen und das reicht aus. Gibt es deutsche Unternehmen also zum Schnäppchenpreis? Beim Bundestag der Fußballer in Essen kommt es zur direkten Begegnung zwischen der Kanzlerin und den enttäuschten Hochtieflern. Wir haben mit etwa 200 Kolleginnen und Kollegen auf Frau Merkel gewartet. Und sie kam dann auch und sie ist aus dem Auto ausgestiegen, hat uns dort stehen sehen und es hat einen Applaus gegeben für Frau Merkel. Sie hat etwa 2 Sekunden zu uns rübergeschaut, hat die Plakate gesehen und wusste, wo wir herkamen, hat sich nach 2 Sekunden umgedreht und ist reingegangen. Die Kanzlerin setzt andere Prioritäten. Ein Fototermin mit Mesut Özil. Der Junge aus dem Ruhrgebiet ist schwer begehrt. Gerade wurde er eingekauft von Florentino Perez für Real Madrid. Wir fühlen uns von der Politik absolut im Stich gelassen. Wir haben viele Gespräche, auch ich selbst habe viele Gespräche geführt mit der Politik. Und insbesondere um eine Reformierung des Übernahmerechtes in Deutschland. Ich habe dabei immer gesagt, kein Lex Hochtief, sondern Waffengleichheit, gleiche Regeln, wie sie in anderen europäischen Ländern gelten. Die Frankfurter Börse. Hier werden Hochtiefaktien im DAX gehandelt. Robert Halver ist einer von vielen Analysten, die den Aktienkurs des Baukonzerns kritisch beobachten. Viel zu niedrig sei der, um den Angriff von Perez abzuwehren. Doch Halver findet das gar nicht so schlimm. Die Übernahmefantasie ist das Börsensalz, ist das Salz in der Börsensuppe. Das ist wunderbar. Das sind Gerüchte. Da gibt es dann Stimmungen, Emotionen. Da will man mit dabei sein. Und die Aussicht, noch höhere Preise zu erzielen beim noch besseren Angebot, macht die Sache noch schmackhafter. Da bleibt man im Augenblick sicherlich dabei. Eine Änderung des Übernahmegesetzes lehnt er ab. Halver ist für die freien Kräfte des Marktes.
Deshalb findet der Analyst, dass man eher im Ausland das Übernahmerecht ändern müsse. Zu einer Marktwirtschaft gehört eben auch, dass man Übernahmen problemlos durchführen kann. Das heißt, dass Euroland auch hier einfach die Tür öffnen muss, dass mit in jedem Land gesagt werden kann, wenn ich übernehmen möchte, ist die Möglichkeit auch gegeben. Alarm dagegen beim Verband der Bauindustrie. Hier klagt man darüber, dass nicht einmal die Banken helfen wollen bei Hochtief. Der Großkonzern würde so zur leichten Beute für die Spanier. Hier greift ein hochverschuldeter Konzern an, der im Grunde ein Interesse hat, die Assets von Hochtief zu zerschlagen, um langfristig Kasse zu machen, um langfristig seine eigenen Probleme im spanischen Baumarkt zu lösen und um seine eigenen Banken zu befriedigen. Peres hat wenig strategisches Interesse bisher an Unternehmen gezeigt, sondern er hat Unternehmen gekauft und verkauft, wie andere Hemden und Hosen kaufen. Ein Vorort von Madrid. Raúl García hat früher für eine der Firmen gearbeitet, die Peres übernommen hat. Für Dragados. Heute ist er arbeitslos. Klar, es gab Entlassungen. Aber das läuft doch so wie immer. Florentino Pérez wird sich von seinen eigenen Leuten ja auch kaum trennen. Das ist doch der Grund, weshalb er, meiner Meinung nach, die Mehrheit bei Dragados wollte, damit er seine eigenen Leute dort unterbringen kann. Am Stadtrand von Madrid wird auf vielen Baustellen nicht mehr gearbeitet. Und nicht nur hier. Der Boom ist vorbei, die Immobilienblase geplatzt. Die Arbeitslosigkeit in Spanien liegt bei 20%. Raúl ist dabei. Ich habe eine Familie, 4 Kinder und bin seit 2 Jahren arbeitslos. In den letzten Monaten habe ich mal hier, mal da kurz ausgeholfen. Aber so wie ich die aktuelle Situation auf dem Bau einschätze, wird sich die Lage weiter verschlechtern. So viele Menschen suchen Beschäftigung, aber es gibt eben kaum Arbeit. Und schon gar nicht mehr Arbeit für alle. Und was ist mit Dragados, der Baufirma, für die Raúl früher gearbeitet hat und die Florentino Pérez übernahm? Gente fija, creo. Wissen Sie, ich glaube, bei Dragados gibt es kaum Festangestellte. Da hat doch keiner einen Festvertrag in der Tasche. Und wenn es überhaupt welche gibt, dann ganz wenige. Und die sitzen im Büro. Allein bis 2005 pumpte die EU rund 118 Milliarden Euro als Subventionen nach Spanien. Der Großteil ging an die Bauwirtschaft. Finanzieren am Ende indirekt auch deutsche Steuergelder die Übernahme von Hochtief? Fakt ist, auch das Imperium von Florentino Pérez profitierte von den EU-Geldern. Während die Firma ACS hochverschuldet ist, schätzt das Forbes Magazine Pérez Privatvermögen auf 1,9 Milliarden Dollar. Carlos Sánchez Sanz hat ein Buch geschrieben über die neuen Herren Spaniens, so der Titel. Florentino Pérez ist einer von ihnen und vielleicht der mächtigste. Auch er glaubt, dass Pérez Interesse vor allem der Rendite gilt, weniger der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Wenn man das Hauptgebäude von ACS betritt, ist es erstaunlich, wie wenig Mitarbeiter man dort antrifft. Der Grund heißt Outsourcing. Deshalb hat ACS nur wenig Angestellte. Man verteilt die Aufträge an viele Subunternehmen. Diese Auslagerung ermöglicht einer kleinen Gruppe, Tausende von Millionen Euro zu verdienen. Und das Geschäftsrisiko, das übernimmt immer der Kleinunternehmer, der die Arbeiten dann im Auftrag des großen Unternehmens durchführt. Seit März. Zurück im Ruhrgebiet. Luigi Dimo und sein Kollege Christian. Noch haben sie ihre Anstellung bei Hochtief, doch auch hier nimmt die Zahl der Festangestellten ab. Immer mehr Teilzeitkräfte kommen von Subunternehmen. Von rund 10.000 Hochtief-Angestellten arbeiten nur noch 2.700 auf dem Bau. Die beiden wollen sich ablenken. Es geht zum Fußball. Der MSV Duisburg spielt, zweite Liga. Luigi erzählt, dass er in der B-Jugend selbst mal gegen Mesut Özil gespielt hat und haushoch verloren.
Okay, er ist jetzt auf dem Bau und Özil spielt bei Real Madrid. Dass der zu Perez gewechselt ist, macht ihn sauer. Die Sache mit der Übernahme lässt die beiden einfach nicht los. Unseren Arbeitsplatz befürchten wir, dass wir ihn verlieren. Wir sind gerade, also ich denke mal, wir sind noch junge Leute. Ich bin 21, er ist 25 bisschen, ne, Christian? Ja, und das wäre ein Traum, mal bis zur Rente in einem Unternehmen zu bleiben. Und Hochtief ist ein tolles Unternehmen halt. Es ist halt schwierig, damit umzugehen. Man weiß nicht, man kann nicht Zukunft planen. Man will sich vielleicht irgendwann ein Häuschen erfüllen oder eine Familie, Kind und sowas. Aber kann man ja so gesehen nicht, weil so ein Baukredit ist ja heutzutage sehr schwierig zu kriegen. Auch und wenn er auf dem Bau ist, im Winter keine Arbeit und so. Vielleicht die ACS nie wieder Arbeit. Schwer. Beim MSV gäbe es ehrlichen Fußball, sagt Luigi. Natürlich schiele er schon mal nach oben zu den Galaktischen von Real Madrid, aber tauschen wolle er auf keinen Fall. Perez ist einfach nur größenwahnsinnig. Er pumpt da rein in die Mannschaft von irgendwelche Gelder, die gar nicht vorhanden sind in Wirklichkeit. Aber mal eben so für Cristiano Ronaldo 100 Millionen ausgegeben werden. Also, da versteht man die Welt eigentlich nicht wirklich. Ich denke mal, die Banken werden trotzdem mitmachen, weil die machen ihren Profit ja trotzdem. Aber mit Fußball hat das ja eh nichts mehr zu tun. Hochtief will er kaufen, auch wieder auf Schulden. Wie das geht, wie das funktioniert, wissen wir alle nicht. Auf Schulden noch was kaufen, ein gesundes Unternehmen aufkaufen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ganz einfach. Florentino Perez trommelt in Madrid die Aktionäre von ACS zusammen. Es ist der 19. November. Perez lässt das Kapital des Konzerns um bis zu 50% aufstocken. Perez will Hochtief und er will dafür kein Geld zahlen. Er bietet ACS-Aktien zum Tausch. 8 Stück für 5 Aktien von Hochtief. Eher unscheinbar das Hauptquartier von ACS. Hier gibt man sich bedeckt. Alle unsere Interviewanfragen werden abgelehnt. Das Hochtiefhaus in Essen. Hier schmiedet man die Abwehrmaßnahmen. Vorstandsboss Lütke Stratkötter hat bislang eher konservativ gehandelt. Nur ein weißer Ritter könnte eigentlich noch helfen. Ein Investor, der groß einsteigt und Perez aus der Arena drängt. Doch bislang Nieten. In London versprach ihm einer ein Langzeitinvestment. Long only. Long only, das finde ich gut. Wir betreiben zum Beispiel Konzessionsgeschäfte. Die betreiben wir unter Verträgen, die haben eine Laufzeit von 20 Jahren, teilweise 30 Jahren. Und dann habe ich gesagt, das passt sicher gut zusammen, Long Only. Was stellt ihr euch denn vor? Was heißt denn Long Only an Investitionshorizont? Dann sagt mir der Herr, naja, also 2 Jahre sind da durchaus denkbar. Und da sehen Sie eben, da hat es Veränderungen im Markt gegeben. Einen Stock tiefer macht sich Betriebsrat Müller Gedanken über den Rivalen aus Madrid. Florentino Perez, der verkauft einem Bürgermeister eine Brücke in einer Stadt, wo überhaupt kein Fluss ist. In Spanien regt sich inzwischen Widerstand gegen Perez' Kapitalerhöhung bei ACS. Von Beginn an hatten wir bei EMEC sehr große Zweifel an dieser Transaktion. Wir haben die spanische Finanzaufsicht aufgefordert, die Aktien von ACS genauer zu überprüfen. In den letzten Wochen hat ein Vermittler, der normalerweise mit ACS kooperiert, große Aktienpakete aufgekauft und dadurch den Aktienkurs von ACS hochgehalten. Wir wissen nicht, wer dahinter steht. Aber wir glauben, es war Caja Madrid, auch wenn es nicht sicher ist. Ja, es gibt da ganz klare Indizien, dass die Bank Santander und auch die Caja Madrid, das sind die Hauptbanken bei ACS, hohes Interesse haben, den Aktienkurs hochzuhalten, weil sie sich sehr stark engagiert haben. Sie haben im Grunde Aktien von ACS für die Kredite sich kreditieren lassen. Sie haben sie als Sicherheit und deshalb haben sie ein großes Ziel, dass der Kurs von ACS oben bleibt. Caja Madrid hat auch eine lange Geschäftsbeziehung zu Real Madrid. Manche Mitarbeiter arbeiten nur für den Club. Das Bernabéu-Stadion, Tempel der Aficionados, der Fußballverrückten. Auch Raúl, der arbeitslose Bauarbeiter, ist da, mit 2 seiner Jungs.
Heute will er ihnen das Stadion zeigen. Für das Spiel am Abend reicht das Geld nicht. Immerhin ein Fanschal mit dem Logo von Madrid ist drin. Der Kleine greift schon mal zu, doch nur einer kann ihn am Ende bekommen, der große Bruder. Raúl wird sich das Spiel mit seinen Jungs in einer Kneipe am Stadion ansehen. Fußball ist der Schlüssel zu den Herzen der Spanier. Das weiß Florentino Pérez. Wer bei Real Madrid Herr im Hause ist, der hat auch sonst Macht und Einfluss. Real spielt nicht gut heute. Der Gegner führt schnell mit 1:0. Die Fans sind sauer. Ich denke, dass Pérez keine Ahnung von Fußball hat. Wovon er wirklich Ahnung hat, sind die Geschäfte. Es ist ihm doch egal, ob Real Madrid das Spiel gewinnt oder verliert. Er interessiert sich vor allem für das Geld. Auf Vorlage von Özil macht Cristiano Ronaldo den Ausgleich. Am Ende gewinnt Real mit 4:2. Seine Beziehungen sind wie ein Spinnennetz. Dadurch verfügt Pérez zweifellos über viele Möglichkeiten der Beeinflussung. Und bei Real nutzt er zur Finanzierung die Unterstützung öffentlicher Institutionen. Den Kauf von Cristiano Ronaldo hat zum Beispiel Caja Madrid mitfinanziert. Die Sparkasse von Madrid engagiert sich also sowohl beim Fußballclub als auch bei der Baufirma, die Pérez leitet. Dabei stehen die spanischen Sparkassen am Abgrund. Der Staat steuerte bereits 11 Milliarden zu ihrer Rettung bei. Montag, 29. November. Die heiße Phase im Kampf um Hochtief beginnt. Bei der BaFin, der deutschen Finanzaufsicht, liegt das Übernahmeangebot zur Prüfung vor. Genehmigt die BaFin heute, dann stehen Pérez alle Türen offen. Lehnt sie ab, müsste er ein teureres Pflichtangebot abgeben. Am selben Abend steht in Barcelona der Fußballklassiker an. Barça gegen Real Madrid. Auch Realpräsident Pérez wird erwartet. Für ihn steht viel auf dem Spiel heute. In Essen sind auch die Hochtiefarbeiter Luigi und Christian auf dem Weg in die Fußballkneipe. Rund 400 Millionen Zuschauer werden das Spiel weltweit verfolgen. In Deutschland überträgt ein Internetsender. Die Sympathien sind bei den Hochtieflern klar verteilt. Ich bin auch für Barcelona. Auch wegen dem Pérez, den gönne ich eigentlich gar nichts mehr Gutes. Weil er vielleicht uns auch nichts mehr Gutes gönnt. Mit Pilz und Fußball gegen die Nervosität. Was wird aus ihren Jobs? Wie wird die BaFin entscheiden? Wenn da die BaFin eine Zusage gibt, dann weiß nicht, leben wir in einer falschen Politik, glaube ich. Bei der BaFin tagt man schon seit Stunden. Die Anwälte von Pérez versuchen, letzte Zweifel auszuräumen. Doch die Frist läuft ab. Draußen machen Gerüchte die Runde, die BaFin könnte in letzter Minute ablehnen, wegen einer inzwischen eingereichten Klage der spanischen Kleinaktionäre gegen die Kapitalerhöhung bei ACS. Das Spiel läuft. Und es läuft nicht gut für Real. Barcelona macht früh 2 Tore. Das Fernsehen zeigt Präsident Pérez am Telefon, angespannt. Real kassiert noch 3 Tore. Dann wieder ein Anruf. Die BaFin hat entschieden, das Kaufangebot für Hochtief wurde soeben genehmigt. Der Tag der sportlichen Schmach wird zu Pérez' großem Triumph.
In der Fußballkneipe ist über die BaFin-Entscheidung noch nichts bekannt. Das Spiel ist aus. So ausgegangen, wie wir es eigentlich wollten. 5-0 Barcelona. Genial. Ass rein. Nach der ersten guten Nachricht folgt die zweite gute Nachricht. Aber ob das so wird, abwarten. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir hoffen, aber mehr als hoffen liegt nicht in unserer Hand. Es war sehr überraschend. Ich hatte an diesem Montag, als die BaFin abends das Angebot durchgewunken hat, Kontakt mit einigen Journalisten. Ich habe in Berlin eine Pressekonferenz gegeben. Und die waren alle durch die Bank davon überzeugt, dass die BaFin das ablehnen wird. Der Spiegel hatte an dem Wochenende ja diese Nachricht in die Presse gesetzt. Und die Kollegen hielten aufgrund der Tatsache, wer es geschrieben hatte und wissend, wie die recherchieren, hielten das für authentisch. Und dementsprechend sind wir natürlich in ein tiefes Loch gefallen. José Antonio Navas hat alles genau so kommen sehen. Er war der Erste, der berichtet hatte, dass Perez ein Übernahmeangebot für Hochtief plante und glaubt zu wissen, was dahinter steckt. Hochtief ist doch ein echter Kraftprotz, finanziell gesehen. Und ohne Schulden. Eine Übernahme würde die Bilanzen von ACS sanieren. Die Experten glauben, dass der Verkauf von einzelnen Teilen des deutschen Unternehmens noch etwas ganz anderes bewirken könnte. Nämlich Kapital zu beschaffen für eine andere Übernahme. Und zwar den Kauf von Iberdrola. Iberdrola, der größte spanische Energieversorger. Eine milliardenschwere Beute. Doch Iberdrola wehrt sich gegen die Übernahme und hat ACS wegen Bilanzfälschung verklagt. Lediglich 23,5% besaß Florentino Perez bei Dragados. Trotzdem ersetzte er einfach nahezu die Hälfte des Aufsichtsrates, obwohl nach dem Gesetz damals mindestens 25% der Anteile notwendig gewesen wären. Dafür wurde er zur Zahlung von einem Bußgeld in Höhe von 1 Million Euro bestraft. Das war illegal. Mit so einer geringen Beteiligung kann man den Aufsichtsrat nicht austauschen. Genau das hat er auch bei der Übernahme von Union Fenosa wiederholt. Ohne ein Übernahmeangebot von 100% zu machen, hat er den Aufsichtsrat fast komplett ausgewechselt. Bei Iberdrola fürchten sie, dass sie die Nächsten sind, die Perez auf die Straße setzt. 4 Neubautürme, sieht Journalist Navas von seinem Büro aus. Florentino Perez habe ihm dazu einmal Folgendes erzählt. Der eine stünde für Figo, einer für Zidane, der dritte für Ronaldo und der vierte für Beckham. Raúl García, der arbeitslose Bauarbeiter und Fußballfan, hat seine eigene Meinung zur Geschichte der Cuatro Torres, der vier Türme von Madrid. Das war sein Geschäft. Er hat sie gebaut, verkauft und Gewinn gemacht. Wo heute die vier Wolkenkratzer bis zu 250 Meter in den Himmel ragen, trainierten bis vor ein paar Jahren noch die Spieler von Real Madrid. David Beckham wurde hier vorgestellt. Die Stadt wollte das ehemals enteignete Gelände der Allgemeinheit zurückführen. Doch Florentino Perez warb dafür, große Bürohäuser zu errichten, um für den verschuldeten Club mehr Geld rauszuschlagen. Florentino Perez ante eso adelantó para su interés particular. Florentino Perez benutzt Real Madrid als Ausrede dafür, seine eigenen Interessen als Bauunternehmer durchzusetzen. Matilde Fernández, ehemalige Sozialministerin Spaniens, ist heute Abgeordnete im Stadtparlament von Madrid. Auch zu ihr war Perez gekommen, um ihre Stimme für sein Projekt zu erhalten. Doch sie hat abgelehnt. Diese Baugenehmigung ist ein Skandal. Dass eine für die Öffentlichkeit bestimmte Fläche für den Bau privater Wohnungen bzw. von vier Wolkenkratzern umfunktioniert wird, ist nicht richtig. Das ist im Grunde illegal, selbst wenn man das später legalisiert hat.
Das ist doch ein Missbrauch. Ein Fußballclub schreibt rote Zahlen, weil teure Stars unter Vertrag genommen werden und die Madrilenen sollen dafür bezahlen. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmt zu. Real Madrid spült das Bauprojekt 480 Millionen Euro in die leeren Kassen. Anschließend ermittelte die EU-Kommission wegen des Verdachts illegaler staatlicher Förderung, ohne Ergebnis. Auch die Rolle, die Perez als Geschäftsmann bei der Bebauung spielte, bleibt bis heute unklar. Como él se ha quedado propietario de la mayor parte de ese suelo? Wie kommt er denn nun an seine riesigen Besitztümer an Grund und Boden? Statt Rechnungen zu stellen, etwa für Kanalarbeiten, hat Perez Bauland gefordert. Und die Stadtverwaltung hat diese Leistungen tatsächlich auch mit Bauland bezahlt. Er bebaut das dann und der Mehrwert gehört ihm. Dadurch befinden sich nun ganze Viertel von Madrid in seinem Besitz. Wäre ich Bürgermeisterin, ich hätte das auf keinen Fall genehmigt. Wehrhaft und nicht unbescheiden die Villa von Florentino Perez. In seinem Bewerbungsvideo für die Präsidentschaft von Real Madrid gibt sich der 64-Jährige freundlich väterlich. Er steigt in Branchen ein, so wie die Baubranche, die hauptsächlich von öffentlichen Aufträgen leben. Am Ende hat Perez ein Imperium aufgebaut, das sich gar nicht erst im Wettbewerb stellen muss. Das ist seine Fähigkeit, seine Magie. Er unterhält die besten Kontakte zu sämtlichen Verwaltungen und Ämtern des Landes. Die Sache läuft. Ein Beispiel. Dragados, eine der von Perez übernommenen Baufirmen, bewirbt sich für ein großes Tunnelprojekt. Ein Blick in die Ausschreibungsakte zeigt, es gibt drei Konkurrenten. Zwei von ihnen legen billigere Angebote ab. Dragados ist nach Punkten nur die Nummer drei, doch erhält trotzdem den Auftrag. Nach einer technischen Bewertung seien sie nämlich die Besten, stellt die Stadtverwaltung fest. Dabei müssen doch alle Bewerber die technischen Voraussetzungen erfüllen. Bei Hochtief in Essen geht Vorstandschef Lüdke Stratkötter langsam die Munition aus. Doch eine Karte wird er noch spielen. Am 6. Dezember verkündet er, dass das Emirat Katar als Großaktionär einsteigt. Wir freuen uns über diesen Einstieg, weil unsere Aktionärsbasis damit um einen ausgesprochen attraktiven, potenten und langfristig orientierten Aktionär gewachsen ist. Kommt die Hochtiefrettung aus dem Morgenland? Denn die Scheichs erhalten im Rahmen einer Kapitalerhöhung 9% neue Aktien. Das wird den Anteil der Spanier wieder deutlich unter die magische 30%-Marke drücken. Kanzlerin Merkel soll den Kontakt zum Emir von Katar hergestellt haben, heißt es. Und der braucht bald Fußballstadien. Die könnte Hochtief bauen. Katar! Der Hochtiefchef trifft sich mit Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Am Rande sickert durch, dass ein Finanzfonds namens Southeastern ein großes Hochtief-Aktienpaket an ACS weitergeben will. Das würde den Katar-Vorteil prompt zunichte machen. Und genau so kommt es auch. Ein Ergebnis unerlaubter Absprachen? Der genannte Fonds ist nach meinem Wissen nicht nur bei Hochtief, sondern auch bei der ACS beteiligt. Und ob sich daraus Interessen ergeben, das kann ich nicht beurteilen. Und da wird sehr viel spekuliert. Und ich kann nur noch einmal sagen, an Spekulationen beteilige ich mich nicht. Es ist noch sehr viel Nebel um die Tatsache herum, dass dieser Fonds Southeastern seine Aktien an ACS gegeben hat. Es ist auch noch rechtlich nicht ganz klar, ob das alles sauber gelaufen ist. Das gilt es zu klären von der BaFin. Und es könnte sein, dass hier auch dieser Fonds und ACS zusammengewirkt haben. Das würde noch dazu führen können, dass die Übernahme noch nachträglich scheitert. Die Real Madrid-Fans sind ganz verrückt nach Florentino Perez. Und es gibt gute Nachrichten aus Deutschland. Weder die Bundesregierung noch die BaFin können Unregelmäßigkeiten erkennen. Ist er der Macht bei Hochtief wirklich schon so nah? Seine besondere Fähigkeit besteht darin, mit allen beste Beziehungen aufzubauen.
sogar mit den Gewerkschaften. Aber das wird in Deutschland bestimmt nicht funktionieren. Doch genau das passiert. Auf Einladung von Florentino Pérez macht sich eine Delegation der deutschen IG Bau auf den Weg nach Madrid. Die Abwehrfront um Hochtief bricht auseinander. Im Hauptquartier von ACS soll verhandelt werden. Im Sinne der Arbeitnehmer, heißt es von Seiten der Gewerkschaft. Zurück in Deutschland hagelt es Kritik. Doch Klaus Wiesehügel, der mächtige Gewerkschaftsboss, steht zu seiner Maßnahme. Er setzt auf Kooperation und hat eine Vereinbarung mitgebracht. Die sei gut für alle Hochtiefler, sagt Wiesehügel. Also die Vereinbarung, die wir mit ACS abgeschlossen haben, beinhaltet, dass Hochtief als eigenständiger Konzern mit Standort in Essen bestehen bleibt, dass auch der Vorstand im Grunde die Geschäfte führt und dass sie nicht ferngelenkt werden von Madrid aus, dass all das, was die Belegschaft betrifft, nämlich ihre Tarifverträge, ihre Betriebsvereinbarungen, weiterhin gültig hat. Und das Wichtigste, es gibt eine Zusage bis Ende 2013, dass ACS mithelfen will, falls es zu Problemen käme, dafür zu sorgen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Die Nachricht erreicht auch Betriebsratschef Müller. Er behauptet, das Ganze sei hinter dem Rücken des Betriebsrates passiert. Die IG Bau bestreitet das. Die IG Bau hat auf unser Bitten hin nicht mit ACS zu verhandeln, doch mit ACS verhandelt. Das fanden wir nicht gut, dass man sowas unter Verhandlungspartnern und unter eigentlich Gremien, die einen Schulterschluss zeigen sollten, dass man so handelt. Deswegen haben wir uns darüber geärgert. Also ich bin selbst auch Mitglied der IG Bau und das sind gute 400 Euro im Jahr. Und dann passiert uns sowas hinter unserem Rücken. Also ist schon unverschämt sowas. Also uns wurde nicht gefragt, also die IG BRU zeigt sich auch nicht auf den Baustellen bei uns. Und jetzt nach dem, was sie getan haben, fühle ich mich persönlich genau im Stich gelassen, wie ich mich von der Regierung im Stich gelassen fühle. Ich bin sehr enttäuscht, dass die IG Bau hier eigenständig operiert hat. Die Belegschaft, das haben Sie vernommen, ist ausgesprochen empört. Die Belegschaft hat das Papier, das dort ausgehandelt wurde, rechtlich prüfen lassen. Teilweise wird sogar, ich bin kein Jurist, aber wird sogar gesagt, darin stehen Dinge, die mit dem geltenden Recht, zum Beispiel dem Betriebsverfassungsgesetz, überhaupt nicht vereinbar sind. Das sind die Juristen von Hochtief, die das auftragsgemäß so sagen. Juristen neigen dazu, die Meinung ihres Auftraggebers zu haben. Und deswegen haben sie immer mehrere juristische Positionen. Ich habe das natürlich auch entsprechend geprüft, ob es belastbar ist. Und ich kann sagen, von der Seite, die mich berät, es ist belastbar. Und das wäre aber eine juristische Fachdiskussion, die ich mit Ihnen führen müsste. Nur ich sehe die Dinge anders. Betriebsratschef Müller steht Ärger ins Haus. Die IG Bau lädt zum Krisentreffen. Ich werde auf keinen Fall zu Kreuze kriechen. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Wir sind heute zu einem Seminar eingeladen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Gespräch, ich kann mir natürlich alles vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einem Seminar ein Kopf eines Betriebsratsvorsitzenden gefordert wird. Das ist, glaube ich, ein bisschen am Thema vorbei. Sämtliche Betriebsräte sind versammelt. Werden sie von Sigi Müller abrücken, jetzt, wo die neuen Machtverhältnisse im Haus Hochtief unvermeidlich scheinen? Nach 4 Stunden betritt Gewerkschaftsboss Wiesehügel die Bühne und macht schnell klar, wer der Sieger im Arbeitnehmerlager von Hochtief ist. Wichtig ist jetzt zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur Sicherung der Zukunft, dass die Arbeitnehmervertretung bei der Firma Hochtief geschlossen auftritt und auch geschlossen entsprechend auftritt. Und was wird jetzt aus Sigi Müller?
Die versammelte Presse wartet auf sein Statement. Gibt er seinen ganz persönlichen Kampf um Hochtief nun auf? Es sind natürlich ganz, ganz viele Betriebsräte. Herr Müller ist ja nur ein Betriebsrat. Er ist zwar der Konzernbetriebsratsvorsitzende, aber es gibt ganz viele weitere Betriebsräte, die auch alle ganz wichtig sind. Aber wir haben gesagt, wir sind hier im Hause der IG Bau. Die IG Bau macht eine Pressekonferenz und die macht üblicherweise dann auch der Vorsitzende. Doch die Journalisten geben sich nicht zufrieden. Zu vehement war bisher Müllers Kritik an der IG Bau. Der Herr Müller ist im Hause, der ist da, der stand gerade noch da, der sitzt da auch. Wenn Sie ihn noch interviewen wollen, nur zu. Er steht zu. Ja. Selbstverständlich. Hier muss ich was? Meine Frau sagt immer, ich möchte, dass du da durchpasst. Ich kann das, was der Klaus Wiesügel gesagt hat, bestätigen. Wir haben Missverständnisse ausgeräumt. Die Resolution ist so einstimmig akzeptiert worden. Ich glaube, ich habe als einer der Ersten die Hand gehoben, weil der Inhalt, den kann ich folgen. Und das ist das, was ich auch vertrete. Also wir haben in der Vereinbarung auch darauf hingewiesen, dass unserer Meinung nach die Strategie verbessert werden könnte bei Hochtief. Und zwar dahingehend, dass der nationale Markt Deutschland noch stärker bearbeitet wird. Es gab ja mal Gerüchte über Austritt oder angedrohten Austritt. Die gab es und ich bin auch noch Mitglied der Gewerkschaft. Ich würde jetzt hier gerne keine Aussage dazu machen. Zwei Wochen später tritt Sigi Müller als Betriebsratschef zurück und aus der Gewerkschaft aus. Das erste Opfer bei Hochtief. Vor dem Ehrengastbereich des Stadions von Madrid wartet Florentino Pérez. Bei Hochtief ist er fast am Ziel. Und gerade wurde auch noch ein Gesetz geändert. Im Volksmund heißt es nur Enmienda Florentino, die Gesetzesänderung für Florentino. Die schränkt die Rechte von Kleinaktionären ein. Bei Übernahmen. In Spanien fehlt uns noch sehr viel demokratische Erfahrung. Korruption oder Vorteilsgewährung werden als normal empfunden, auch wenn das niemandem wirklich gefällt. Aber wir haben uns einfach daran gewöhnt, an das Zusammenspiel von Politikern, Unternehmern oder Gewerkschaftern. So wie wir uns auch daran gewöhnt haben, Minister in der Loge des Bernabéu-Stadions zu sehen. Am 3. Februar 2011 tritt Hochtiefchef Lütke Stratkötter vor die Presse. ACS hat nach Ablauf aller Fristen erklärt, 33,49% der Hochtiefaktien zu halten. Kritik wird laut. Er habe es nicht geschafft, die gesunde Unternehmensbilanz dem Aktienmarkt richtig zu verkaufen. Nur deshalb seien die Spanier durchgekommen. Ist dies das Eingeständnis der Niederlage? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Natürlich habe ich die Hoffnung nicht verloren. Und ich denke, dieses Unternehmen hat alles, was man braucht, um weiterhin einen erfolgreichen Weg unabhängig zu gehen. Bauarbeiter Luigi und sein Kollege Christian hoffen noch auf die Hauptversammlung im Mai. Denn die Wahrheit ist immer auf dem Platz, wie die Fußballer sagen. Doch rechnen müssen sie auch mit dem Abpfiff. Ich denke mal, es wird einfach nur eine Übernahme werden, die uns dann letztendlich zur Arbeitslosigkeit führen wird. Ne? Die klauen da den Ruhrgebieten ein ganzes Stück Arbeit. Ein Wahrzeichen.